Ja, hallo, mein Name ist Dr. Sascha Struwe. Ich bin Pferdetierarzt und meine Schwerpunkte sind die Orthopädie, die Chirurgie und Chiropraktik. Wenn mein Pferd jetzt einen Ballentritt hat, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wo dieser Ballentritt auftritt. Ein sehr häufiger Bereich ist eben hier der äußere oder der innere Ballen am Vorderbein. Seltener habe ich die Ballenverletzungen am Hinterbein. Sie treten meistens nach dem Training oder nach der Koppel eben auf. Komplikationen von Ballentritten können eben sein, dass sie hinten das bis tief auf die Sehenscheide aufreißt oder wenn ich starke Einrisse bis auf den Kronsaum habe. Als erstes sollte man immer die Wunde sauber machen, wie bei jeder Wunde. Entweder mit einer normalen Wundspullösung, Jodseife oder wenn ich gar nichts zur Hand habe, reicht auch schon der Gartenschlauch, dass ich erstmal diesen ganzen Dreck und Sand aus der Verletzung herausspüle. Und wenn es stark blutet, wäre es sicherlich ratsam, einen Druckverband auf die Verletzung drauf zu machen. Jetzt möchte ich euch einmal zeigen, wie ich bei einer Ballentrittverletzung einen Druckverband anlegen kann. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, den Verband über den Huf zu machen. Ihr lasst euch das Bein hochnehmen, legt den Verband einmal sauber herum, schlagt es drüber und bildet hier unten so eine Platte. Anschließend kann man einfach eine Allflexbinde nehmen. Wenn ich keine Wettflexbinde oder Allflexbinde habe, reicht auch normales Klebeband. Ersatzweise zur Verbandswatte kann ich auch eine Kinderwindel nehmen oder einfach aus dem Autoverbandskasten eine Mullbinde und die eben mit Druck leicht auf das Pferd anbringen. Wichtig ist hierbei, dass ich einen konstanten Zug auf die Allflexbinde bringe, dass ich nicht zu stark oder zu locker an dem Band ziehe. Und anschließend kann man, wenn man hat, noch so ein kleines Polster hier unten zur Stabilität oder zur Fixierung einfach mit ein bisschen Klebeband die Sohle fixieren. So kann dann ein Verband mit einer Ballenverletzung oder auch einer Verletzung generell am Huf super leicht erst versorgt werden, bis dann der Haustierarzt eintrifft und dann eben weitere Maßnahmen dann gemacht werden können.